Was kommt demnächst auf dich zu, beziehungsweise wer kommt demnächst auf dich zu? Lasst uns mal wieder reinschauen, was hier so für eine Energie sein könnte, die demnächst auf dich zukommen könnte. Und darauf will ich einfach mal schauen, was fallen hier denn für schöne Kartitsch? Oh, du wirst Glück im Leben haben. Lasst uns mal schauen. Ich lege natürlich erstmal auf, ne? Um dir das Ganze gleich zu erklären. Sieht gut aus. Oh, sieht so bombenmäßig aus, meine Lieben. Ihr dürft euch freuen. Was habe ich gesagt? Ich habe hier einmal... Wartet. So, oh. Ich bin schon so aufgeregt. Und tatsächlich lohnt es sich auch noch, unters Kartendeck zu schauen. Es geht natürlich hier heute wieder um eine bestimmte Verbindung, eine bestimmte Partnerschaft, wie auch immer münzt das auf dich um. Und hier möchte das Glück auf dich zukommen. Und warum habe ich gesagt Glück in deine Leben? Weil ich habe hier zusammen mit dem Baum, Glück kommt in dein Leben, was eben diese Verbindung hier betrifft. Und jetzt pass auf, hier kommen nämlich Nachrichten rein. Man textet dich hier nochmal zu, weil es ums Thema Vertrauen geht, vielleicht aber auch um eine Immobilie zusammenziehen wollen, oder auch um Stabilität. Man möchte dir jetzt zeigen, dass man sich hier stabil auch bei dir meldet, kein On und Off mehr und das ganze Gedöns, ihr kennt das, ne? Aber schau mal, ich habe hier den Stern und das Herz zusammen. Also das heißt, es ist eine spirituelle Liebe. Ihr fühlt euch seelisch miteinander verbunden. Jemand kann auch gar nicht anders, als sich hier wieder bei dir zu melden, falls ihr keinen Kontakt habt. Oder es kommt jetzt demnächst einfach eine Nachricht rein, die dich mega glücklich macht. Ja? Und warum macht dich das so glücklich? Naja, weil es eine Sache ist, die hier einfach stabil an deiner Seite hier ist und jetzt auch bleibt. Nicht eine Sache, sondern eine Liebe. Wow. Ich bin gespannt. Hab euch lieb. Muah.